Topic. Es geht weiter mit Let's Play FIFA 21 und wir machen heute weiter mit dem Rückspiel im Champions League Halbfinale. Borussia Dortmund gegen FC Schalke 04 und da freue ich mich drauf, wenn wir das schaffen, weiterzukommen. So. So, gucken. So. Na dann, auf geht's. Ab in die Pressekonferenz schnell noch. Vielen Dank für Ihre Geduld. Sie dürfen Ihre Fragen nun stellen. Natürlich wollen wir das Ding hier gewinnen. Das ist so scheißegal, was die denken. Klar, die Konzentration, wie gesagt, das ist immer ganz, ganz wichtig. Das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt gehabt. Danke fürs Kommen. Danke für die Fragen. Das war es dann für heute. Na dann, gehen wir mal ins Match. Ich denke, so passt das. Auf geht's. Kleinen Moment dauert es noch, dann geht es gleich rein ins Match. So, auf geht's. Jetzt alles entscheidende Halbfinale der Champions League. Vier Mannschaften dürfen sich noch Hoffnungen machen. Es ist Halbfinalzeit. Wer schafft den Sprung ins Endspiel? Wir freuen uns auf Borussia Dortmund gegen Schalke 04. Hallo und willkommen, liebe Fußballfreunde. Wir begrüßen Sie zu unserer heutigen Partie. Durch das Spiel begleiten Sie, wie gewohnt, Wolf Fuß und Frank Buschmann. Der BVB will so gerne die UEFA Champions League gewinnen, aber im Hinspiel dieses Halbfinals, da setzte es eine Niederlage. Borussia Dortmund gegen Schalke 04. Der BVB also mit einer richtig schwierigen Aufgabe, keine Frage. Aber es ist alles noch machbar, knappe Niederlage. So, im Finale würden wir dann wieder auf Chelsea oder Atletico treffen, wenn wir weiterkommen. Ne? Das ist nicht gesagt, dass wir überhaupt weiterkommen. Dieses Hinspiel nur 2-3 geworden, also 3-2 gewonnen. Das ist natürlich alles andere als souverän. Nach der ersten Halbzeit sah es ein bisschen anders aus, aber gut, okay, damit müssen wir jetzt leben und City haben auch zu Hause mit einem knappen Ergebnis geschlagen. Mal schauen, wie es läuft. Was erwartest du heute taktisch von ihm? Sie kommen normalerweise gerne über den enormen Druck, wollen den gegnerischen Spielaufbau von Anfang an stören. Und ich glaube, wenn ich mir das Team heute so ansehe, das wird auch diesmal wieder ihre Strategie sein.
Im Tor ist Manuel Neuer. Stefan Savic spielt mit Nicoel Vedi in der Abwehr. Und ganz vorne starten sie heute nur mit einem Stürmer. Ja, das will erstmal nichts heißen. Das Mittelfeld unterstützt die Offensive. So, auf geht's. Dortmund muss 1-0 oder 2-1 gewinnen, um weiterzukommen. Schalke braucht eine 0-7 oder ebenfalls einen Sieg, um ihren Weg weiterzumachen. Also es ist viel passiert. Wir müssen gucken, dass wir wieder diese erste Halbzeit spielen wie im Hinspiel. Hazard. Eden Hazard. Hazard, Marius Wolf bleibt dran an ihm. Saul. Nikola Vlasic. Vlasic, der im ersten Hinspiel getroffen hat auf den Haaland. Der hat ja den 2-2. In den letzten drei Spielen hat er dreimal getroffen. Die dürften ihm auch heute auftreten. Ja, gut aufgepasst da. Jetzt ist die Kugel weg. Einwurf für Blau-Weiß. Wie gesagt, solange es hier unentschieden spielt, 0-0 steht, ist mir das letztlich egal. Sie nehmen den Ball bis jetzt wieder ab. Darf nichts passieren, aber Dortmund muss halt dranbleiben. Ah, guter Ball. Oh nein, Ball von Neuer, der ein bisschen schlecht ankam. Paulinho, der da die Außenbahn läuft. Oh, viel Platz jetzt. Paulinho, ruhig da, 1-0. Und damit sind sie in der Addition beider Spiele zwei Tore vorne. Und auch wenn es hier noch eine ganze Weile zu spielen ist, Wolf, ich glaube schon, wenn sie konzentriert bleiben, müsste es das sein. Yes! Aber Dortmund braucht zwei Tore. Man kann das Ganze wieder anders ausgehen. Also, hierfür. Dieses Tor ist. Zunächst spielen sie zurück. Da hat er sich abgesetzt und die Verteidigung schlecht aussehen lassen. Er war einfach zu schnell für sie und versenkt das Ding eiskalt. So, Marco Richter, 16. Minute, 5. 4-2 nun, der Spielstand nach beiden Spielen. Es geht weiter. Saul. Nikola Vlasic. Gutes Ding hier. Hazard. Gegen Kipembe. Kommt jetzt die Flanke rein. Klasse Chance. Oh! Wenn Bernardoni den Fuß da nicht rauskriegt, jetzt hier 0-2 nach 22 Minuten. Super Parade, kann ich nicht anders sagen. Das war überragend. Schalke probiert es immer noch, nach wie vor. Paulinho gegen Schulz. Paulinho und Bernardoni. Das wird Ecke geben. Ja. Super Timing. Alario. 26. Minute. Der Keeper kommt raus und er läuft den Ball und Alario macht. Hier ist dieses Tor nochmal. Sie bringen die Ecke rein und dann trifft er die Kugel wunderbar mit dem Kopf. Das ist technisch vorhanden. Okay. So, zumindest haben wir den Vorsprung aus dem Hinspiel mal wieder. Aus einer anderen Perspektive an. Ja, er kann natürlich zufrieden sein mit dem, was seine Mannschaft hier heute zeigt. Deutliche Führung, genau so hat er sich das erhofft. So, Tor Nummer 11. Wir machen weiter beim Spielstand von insgesamt 5-2. So, jetzt braucht Dortmund 3 Tore wieder, um weiter um den nächsten Schritt zu machen. Zumindest die Verlängerung zu erzwingen. Jetzt der Vorstoß. Muss keine gelbe Karte irgendwie kriegen. Das ist das Wichtigste. So dreimal vorbelastet bei den Blau-Weißen. Da setzt er sich gut gegen mehrere Gegenspieler durch. Nein. Never ever irgendwas. Aber es ist gut gegangen.
Fans können es nicht glauben, für sie war das ein klarer Strafstoß. Nein, es war klar Ball gespielt, es war nicht. Nico Schulz. Schulz. Franz. Sauberes Tackling von ihm. Gib ihm. Richter. Da ist Platz. Gute Chance. Sehr gut geblockt vom Abwehrspieler. Das ja, wäre gesagt, geblockt, das wäre Alario gewesen. Bei dieser Aktion. Lucas Alario. Jetzt vielleicht. Alario! Und damit sollte es eigentlich, ja, 2-6, na gut, okay, 4-3 Dortmund reicht nämlich nicht. Jetzt müssen wir nämlich 5-3 schießen. Jetzt braucht Dortmund in der zweiten Halbzeit 5 Tore, um weiterzukommen. Da wir jetzt einen weiteren Gegner sehen, und jetzt können sie wohl nur noch eins wieder. Genau, das heißt, die Schaden ist begrenzt. Irgendwie müssen sie den Fuß wieder reinbekommen in dieses Spiel, damit es nicht noch unten ausgeht. Welches Saisontor? Insgesamt 6-2, weiter geht's in diesem Spiel. Die Nummer 13. Es ist wirklich leise im Stadion. Die Partie hat bei den Fans Spuren hinterlassen. Und auch hier, ein souveränes Ballablauf. Wie gesagt, ähnlich die zweite Halbzeit. Wolf, Nikola Vlasic. Ah, Glück gehabt. Pablo. Vorwärtsbewegung jetzt, das sieht alles sehr überlegt aus. Oh, da verliert den Ball. Sehr gut aufgepasst. Das sieht auch sehr selten. 60 Sekunden gibt es noch als Nachspielzeit. Viel geht also nicht mehr. Da hat er die Chance. Und ich glaube, da haben sie diese Situation unbeschadet überstanden. So, damit ist das Halbzeit sehr gut aus, 0-3 Halbzeit. Mindestens von 0-2 Halbzeit aus Sicht des BVB. Mal gucken, was in der zweiten Halbzeit möglich ist. Können die nochmal einen ordentlichen Schuh zulegen? Ansonsten ist das hier heute ein ganz bitterer Abend hier. Wie gesagt, im Hinspiel haben sie auch nichts auf die Reihe bekommen in der ersten Halbzeit. Hier wieder nicht. So, wir machen, das kann alles noch ein bisschen passieren. Ne? Viel möglich noch. Und jetzt wissen wir gleich in 45 Minuten, wie dieses der ins Finale einzieht. Gefährlich jetzt. Oh, kein Tor. Schöner Ball. Das war Marco Richter, ganz schnell vorbei, aber es wäre das Vierte gewesen. Und dann denke ich mir auch, wäre es die Entscheidung gewesen. Schulz. Pablo. Borussia Dortmund könnte wohl auf dem Transfermarkt aktiv werden. Es gibt Gerüchte bei seinem Angebot, Buschi. Wie bei solchen Nachrichten üblich, sollten wir erst einmal schauen, wie viel Wahrheit wirklich damit steckt. Genau so ist es. Pablo. Dortmund über außen. Schulz. Gute Chance für eine Flanke. Ah, der kommt durch, der Elvedi rausgezogen. Aber Elvedi sagt dann, Moment, ich komm zurück. Ich helfe ihn mir nochmal mit. Und bei der nächsten Abbrechung wird hier gewechselt. Er kann es machen. Noch die Chance da. Na, schade. Es gibt einen Holland. Okay. Die Nummer 9. 0,0 auf die Reihe bekommen, kein Ballkontakt gedacht worden, zwei Kämpfe verloren und so. Kommt selten vor, aber heute ist so ein Tag, mal gucken, was wir Nino bringen. Lucas Alario. Ah, schönes Ding, Paulinho! Tja, da scheitert er am Tor. Er tut ihm nicht weh. War eigentlich eine richtig gute Gelegenheit, aber du siehst, was für ein super Torwart das ist. Bald ist es vorbei. Das nächste Spiel in der Bundesliga für Borussia Dortmund. Dann Bremen auswärts gegen Werder Bremen. Darauf freuen wir uns schon. Sie hoffentlich auch. Jetzt ist die Kugel weg. Jetzt können sie vielleicht kontern. Hallo. Das ist jetzt eine Chance. Das ist doch gefährlich.
da muss er sich gar nicht groß anstrengen, aber vorher natürlich Riesenparade. Auch Bernardo. Die war unfassbar. Die Gelegenheit. Bam, 4-0. Mit dem Lieblingsergebnis aller Schalker, vor allen Dingen auswärts in Dortmund, geht's mit dem jetzt definitiv ins Finale. Wir schauen noch mal kurz auf die Wiederholung. Zunächst der gefährliche Start. Also 0-4. Das hatten wir schon mal 2001 war das, und das war Dortmund 4-0 gewonnen. Absolut, Wolf. Das war gedankenschnell. Da konnten sie ihm nicht mehr folgen. Und hier auch schon wieder. Danach haben wir noch zweimal, glaube ich, in Dortmund zwei vier Tore geschossen, einmal 4-2 Sieg und einmal natürlich das spektakuläre 4-4. Und seitdem haben wir eigentlich nur noch auf die Fresse gekriegt. Und hier sehen wir jetzt den Wechsel. Eine einseitige Angelegenheit. Das drückt auch das Ergebnis aus. Auch das war wieder ein exzellentes Zuspiel. Jetzt wissen wir, mit wem es Schalke als nächstes zu tun bekommt. Eintracht Frankfurt. Es geht gegen Eintracht Frankfurt im nächsten Bundesligaspiel. Eine recht ausgeglichene Begegnung wird mir da erwarten. So. Na dann, auf geht's. Wechsel mal durch. Jetzt kommt der Wechsel. Eine ganz, ganz starke Leistung war das heute von ihm. Nikola Vlahovic. Saul. Nicht ungefährlich, Saul. Elfmeter, fuck. Es gibt Strafstoß. 7-0er Elfmeter. Da verursacht er einen Elfmeter, aber hat trotzdem Glück, Moschin. Ja, denn er darf weiterspielen. Es gibt nicht mal Gelb. Das ist schon eine Überraschung. Und er macht den Elfer. So, Blick auf die Wiederholung. So verwandelt man einen Elfmeter souverän. Ein Geschenk für Dortmund. Coolness, ganz gelassen. Neuer Spielstand jetzt also 4-1. Ja, das tut nicht weh. Telles, der Torschütze gegen Richter. Nein, kein Tor. Schöner platzierter Ball, aber am Ende eben doch kein Treffer. 81. Minute. Und den Ball gewinnen da. Ecke. Muss Abschuss geben. Abschuss! Das war für mich eine Ecke, weil der war dran. Ich wollte da reinspielen. Aber okay. Das ist halt nur Abschuss, ne? Roussillon. Da ist Sancho. 6 Minuten haben wir hier noch. Brandt. Nikola Vlahovic. Der Ball ist drin. 2-4. Vom Pfosten geht der Ball ins Tor. Geht da noch was? Na gut, das Ergebnis ist. Ja gut, Dortmund braucht 3 Tore, ne? Firmino. Jetzt können wir gespannt sein, was hier noch passiert. Aktueller Spielstand 4-2. Die Nummer 10. Wieso? Nach dem 4-4 habe ich so einige schon erlebt. Zum Richter erstmal gegen Dallas. Kommt jetzt der Ball in den Strafraum. Und jetzt der Schuss! Oh. Passt auf und wirft sich in den Schuss! Fast noch nahe, fast der Eigentor. Ecke kommt rein! Ah, oh, das sah so gefährlich aus, aber der Ball ist erstmal weg. Und dann ist es das Ende. So, 3-2 heute, 4-2 auswärts. Zweimal haben sie sich nach einer klaren Führung bei Ginger noch gefangen. Na ja, habt ihr mal durch. Alle Tonnen sind immer noch wichtig. In der Form, die er heute gezeigt hat.
ist er natürlich unverzichtbar für die Mannschaft. Ganz toll. Also überragt. Ich bin total überzeugt. Und das nicht nur wegen der beiden Treffer. Ja, wie gesagt, klar. Klar geschafft. Halbfinale. So wird das nichts mit dem Tor. Der Torhüter ist da. So. Insgesamt mit 4-7. Sie sind noch hin weiterkommen. Und jetzt wissen wir, jetzt mal gucken, wieder Atletico oder der FC Chelsea. Ne? Das sind unsere Gegner. Ne, Liverpool. Entschuldigung, Liverpool ist der Gegner. FC Liverpool. Die hatten wir schon mal. Unsere Rest ist eine Champions League-Saison. Da haben wir sie nämlich gekriegt. Und da haben wir sie dann auch mit 1-0 bezwungen. Und zwar hochverdient mit 1-0 bezwungen. Aber sehr spätes Elfmeter-Tor, nur so nebenbei. Gut. Nächster Gegner ist Eintracht Frankfurt in der Liga. Und da ist es wieder ein bisschen rotieren und wir sehen uns dann wieder und ich freue mich, wenn ihr dabei sein würdet.